Ja, hallo damit und herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour zu einem neuen Video. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen trübe. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind in Bodø auf dem Berg, haben jetzt mal ohne die tief hängenden Wolken einen kleinen Blick über das Plätzchen, wo wir da stehen. Das geht da runter zu diesem Fjordgedingens, dann da draußen zu der Inselwelt. Bei schönem Wetter ein toller Blick, aber ich bin ja froh, dass die Wolken weg sind, alle ein bisschen hoch sind, dass wir ein bisschen was schauen können. Es ist in der Nähe von einem neu gebauten Hotel, das steht da oben, höchster Punkt von Bodø. Und davor ist ein Parkplatz, Wanderparkplatz. Und da stehen wir jetzt rum. Ja, sind ja spät angekommen, nach Mitternacht, natürlich auch spät ins Bett. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute Programm. Geplant ist, den Polarkreis nach Süden wieder zu überfahren. Und das wird mit der Fähre passieren. Ja, dann wieder rumpeln. Jo, dann hat sich das mit Mitternachtssonne. Müsste ich heute Nacht eigentlich schon gehabt haben. Keine Ahnung. Muss da mal recherchieren. Aber die Daten haben noch nicht angezeigt, dass die Sonne untergeht. Dabei sind wir schon 12 Tage hinter Sonnenwende. Gut, ja, wir stehen auf dem Berg, machen uns jetzt gleich startbereit. Müssen noch einkaufen. Der Willi braucht noch Sprit. Und dann geht es los. Aber irgend so einen gesalzenen Strudel müssen wir noch besichtigen. Mal gespannt, ob das was ist, ob wir da zur rechten Zeit kommen, weil Ebbe, Flut, wie das da raus und rein strömt, wissen wir noch nicht. Güti, wir nehmen euch mit, wenn es hier wieder den steilen Berg, den wir hochgefahren sind, runtergeht. Und dann geht's in Richtung Süden. Viel Spaß mit dem neuen Video. Wir haben heute und morgen noch ordentlich was vor und genau das kommt alles in diesem Video. Also, viel Spaß beim Video und viel Spaß bei der Tour und los geht. Fahren hier jetzt los von unserem lauschigen Plätzchen, haben 15.09 Uhr, also 16 Uhr plus Salztraumen, 17 Uhr Ankunft am Platz, denke ich, vielleicht ein bisschen früher, hoffe ich, da war wohl der Akku leer bei dem Ding, wa? geht hier mit der Bergabfahrhilfe, weil geht runter. Ich sehe schön jetzt Tromsø vor uns liegen, nee, wieso sage ich immer Tromsø, Bodø vor uns liegen. Und wir müssen erstmal hier die Gasse da runterfahren. Ja, Wetter trübe, aber ich hoffe, es hält ohne Regen, dann wäre schön, würde uns freuen. Wir nehmen euch mit und denk mal, die Gezeiten da drüben, ob die passen, weiß ich nicht. Wenn wir nichts sehen, fahren wir gleich wieder weiter. So ein bisschen Wassergestrudel, Marconi. Ja. Schauen wir mal. Also, wir sehen uns am Salztraum. Ansonsten müssen wir noch zum Rema 50.000 und tanken. Ja. Ah, die Kurve, die nehmen wir noch mit. Komm mal, da nehme ich euch noch mit. Ha, ei. Weil da unten wird es ja noch ein bisschen steiler. Die Drehzahl geht hoch. Und da kannst du um die Kurve und dann greift wieder die Automatikbremse. An irgendeinen Backen müssen wir hier abbiegen. Ja, so. Der hättest du da vorne. Ah, egal. Das will uns da lang schicken. Da vor uns noch ein Wasserfall. Alles wunderbar hier. Also, see you later. Wir stehen hier unter einer Brücke. Und wem nicht klar ist, dass das sich hier um eine Attraktion in Anführungszeichen handelt, guckt sich hier mal den Rummel an. Also das geht da oben noch weiter und auf der anderen Brückenseite auch. Weil hier ist der Deibel los, wa Conny? Guck da und die Parkplätze, die gehen da noch ewig weiter. Glück gehabt, dass wir da vorne eingekriegt haben, brauchen wir nicht so weit zu laufen.
Was ist das Thema? Das Thema ist Salztraumen. Das hat aber, glaube ich, mit Salz nichts zu tun. Schreibt sich auch ganz anders, aber wurscht. Worum geht's hier? Hier geht es um eine schmale Stelle in den Fjord rein vom Meer. Und beim Gezeitenwechsel, Ebbeflut und so weiter, strömt das ganz schnell rein und ganz schnell raus. Dadurch entstehen Strudel, Gedudel und Getraumens. Und eigentlich wäre das schön. Gehen wir mal hingucken, ob es wirklich schön ist. Noch sehen wir nichts. Also da ist dann das große Meer. Und hier da hinten unter der Brücke, wo das Spitzgiebelding da steht, da sollen die Traumens sein. Da laufen wir jetzt hin. Ein Traum ist allerdings auch diese Hütte hier. Heieiei, die wissen zu wohnen, die Norweger. Wenn man dann da drunter herläuft, kriegt man erstmal mit, was für ein gewaltiges Bauwerk das hier ist. Schon geil. Ja, ich denke, ihr könnt ein wenig sehen, wie das hier reinströmt. Es ist noch nicht die Hochzeit der Strömung. Da hinten waren sie schon mit ihrem Expeditionsschiffchen, damit die mit den Gästen da durchbrausen können. Aber hier unter der Brücke seht ihr schon, wie das hier, mit welchem Tempo das hier reinkommt. Boah. Da hinten könnt ihr das vielleicht erkennen, da lauern auch schon drei Schiffe mit ihren Gästen, wenn das hier richtig in der Gänge ist, damit sie hier durchbrausen können. Aber man sieht schon, mit welcher Geschwindigkeit das hier reinzieht. Ich geh mal da hoch. Ja, da nimmt es langsam Fahrt auf, das Zeug. Wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht entwickelt sich noch ein wenig und traumt hier auch mit den Strudels rum. Ja, das sieht man jetzt schon. Da fängt es an zu strudeln. Ja, wird stärker. So, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo es am schnellsten hier durchströmt. Da hinten strudelt es da auch gut. Ich hoffe, ihr erkennt das. Und die Möwen, die schreien, weil das ist die gute Fischfangsaison jetzt. Ganz schöne Strudelchen. Man könnte das jetzt mit der Drohne natürlich noch trefflich filmen, aber dazu passt A, das Licht nicht so sauber und B, ist es mir zu böig. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich das Ding hier versenke. Ihr seht das Strudeln hier auch so halbwegs vernünftig, oder Conny? Jo. Da ist erstaunlich, was das Ding hier für ein Tempo drauf kriegt. Geil, das gefällt mir. Guckt euch das mal an, hier unten das Wasser strudelt und da oben am Berg klatschen so ein paar Sonnenstrahlen rein. Die Natur, die ist schon schön, super, einmalig. Die Brücke nehmen wir natürlich noch mit, bei der Überfahrt. Das Gestrudel ist links. Wenn den Conny aufnimmt, sieht er den Anfang davon. Ich hoffe, der kommt einigermaßen. Und was die linke Kamera aufnimmt durch das Geländer, keine Ahnung. Strudelt. Gut. Das war Salztraumen. Geht es 88 Kilometer auf dieser Straße und dann biegen wir ab und irgendwann müssen wir Fähre nehmen. Ja. Dann müssen wir jetzt hier mal wieder runter. Bye bye. Auf der Weiterfahrt kommen wir natürlich jetzt immer mehr an Ecken vorbei, die uns ausbremsen, weil es einfach schön aussieht. Da rauschen die Bäche, Flüsse und Gewässer hier den Berg runter. An der Straße vorbei, einfach schön.
Mussten allerdings ein paar Meter laufen. Da oben ist ein Parkplatz, aber über die Brücke eine Tonne Achslast. Kommen wir nicht drüber. So, da haben wir den Willi und die Conny und die fahren Fähre vor dem Fjord. Ihr kennt das Geräusch. Das sind beknackte Autofahrer, die mit Alarmanlage an auf eine Fähre fahren. Da vorne irgendwo, da schippert mal hin. Und dann fahren wir ein paar Meter und dann schippert man nochmal. Lustig! Ja, der Willi steht in der Sonne. Berge im Hintergrund. So wollen wir das. Wir stehen hier in Jedwig jetzt an der Fähre. Zwei sind schon weg. Eine Runde haben wir gedreht, damit wir zwei Reihen rüberkommen oder anderthalbe. Ich vermute, es wird uns nochmal passieren. Und so langsam, ganz ehrlich, habe ich den Gonzo mit den norwegischen Fähren. Da macht man ja eine Weile mit, hat seinen Spaß, wenn man 6 und 9 Stunden warten muss und noch länger, bis das endlich losgeht. Macht eine vernünftige Website, schreibt rein, wie lang die Wartezeiten sind, dann weiß man, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Die Tour, die wir jetzt machen, kostet locker 50 Euro. Da erwarte ich etwas Dienstleistung für und nicht 5 Stunden warten. Das kann nicht wahr sein. Und das Geld, das wir dafür bezahlen, habt ihr schon vor Monaten auf euer Konto gekriegt, liebe norwegische Fährgesellschaften. Also, ich frage mich, was soll das? Wird alles hochgelobt. Ja, das ist ja gut. Aber es klappt nichts. Viel zu wenig Kapazität. Für viel zu viel Geld. Schreibt einfach auf eure Seiten, wir sind überlastet, sind überfordert. Da bleibe ich auf der E6, fahre die Touristenattraktionen ab und gut ist. Und versuche nicht noch Geld und Leben ins Hinterland zu bringen. Es ist zum Kotzen, Leute. Es ist zum Kotzen. So, muss mal gesagt werden. Hab ja noch einen Nachtrag, bin ja noch gar nicht fertig. Wenn ihr hier keine Touristen wollt, schreibt hin, Touristen verboten. Fahre ich nicht hin. Wenn ihr eure eigenen Landsleute bevorzugt, was ich sogar verstehen kann, schreibt hin, Norweger kommen zuerst auf die Fähre. Dann weiß ich Bescheid, fahre ich da nicht hin. Weil eben bei dem Ringelpiez mit Anfassen, Parkreihen wechseln, haben die unten auf der Wendeplatte ihre norwegischen Kollegen rausgeholt und auf die Fähre geschickt. Kann das verstehen? Die Einheimischen kannst du hier nicht noch länger warten lassen wie die Touristen. Nur dann mach eine Info darüber. Schreib einfach Touristen warten. Dann kommen wir hier nicht her. Gut ist die Welt. Gibt auch andere Ecken, die man mit Straßen erreichen kann. Das ist die dritte Fähre für heute. Die anderen beiden haben ja noch einigermaßen geklappt, aber die hier ist eine Katastrophe. So, jetzt sind wir kurz vorm Ablegen. Auf die dritte Fähre sind wir jetzt raufgekommen. Das ist allerdings auch die einzige, die dem Verkehrsaufkommen angemessen ist. Der hat hier viel von dem Stau jetzt wieder draufgekriegt. Aber Wahnsinn, stundenlang stehst du hier. Hey, da kann man drüber informieren und dann geht das besser. Aber okay, sei es drum. Ich habe ja jetzt genug geschimpft. Dann 2,5 Stunden später wie geplant geht es dann rüber. Ob das mit dem Platz noch alles klappt, was ich da vorgesehen habe, da fahren ja noch andere hin. Warten wir mal ab. Dann geh mal davon aus, dass wir das irgendwie hinkriegen und uns dann freuen über das schöne Plätzchen. So. Hier steht ziemlich hinten, das heißt, viel hat er mir reingestopft. Dürfte gleich losgehen und vielleicht kann ich euch das ein oder andere aus dieser Fjordlandschaft noch zeigen. Weil schön ist es hier ja trotzdem. Thank you.
kann ich es erkennen. Da drüben irgendwo soll geplant der Nachtplatz sein. Ob das klappt, weiß der Geier. Ihr werdet die ersten sind, die es erfahren. Mann, Leute, was war das für ein Ritt und für ein Mist an diesem Nachmittag? Also nicht der ganze Nachmittag, die letzte Fähre nur. Die anderen beiden haben ja geklappt, die Brezelbacken, das war ja vom Allerfeinsten. Aber hier haben sie uns ein bisschen in die Irre geführt. Hat er genug geschimpft. Alles gut. Stellplatz haben wir erreicht, das ist einer der ganz, ganz wenigen Plätze, die ich mir von zu Hause aus schon markiert habe. Dann, jetzt muss man die Conny noch mal ins Bild holen, ja. Da haben wir bei strömendem Regen angefahren. Da Conny immer die Anmeldeformalitäten macht, muss sie in Regen. Ja, Mädel da. Aber hat sie gut gemacht. Schön Plätzchen haben wir. Und jetzt gibt es Zielbier. Und aufgrund von dem Stress und von allem hin und her ist es, dass es gerade wurscht. An dem Plätzchen ist ein Restaurant. Und da gibt es, ich zeige nur mal die Dose. Die haben wir umgefüllt. Unser Lieblingsbier, Eisbärenbier. Und das gibt's in Eisbär-Biergläsern. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo eins abschwatzen kann. Das wäre. Conny. Sowohl auf euch, auf diesen Mistig und trotzdem wunderschönen Tag. So ein Ärger gehört anscheinend dazu. Und naja, gut ist. Ja. Wohl sein, melde mich gleich nochmal, wenn's Essen kommt. So, da wird für die Fotodokumentation gerade schwer gearbeitet. Essen. Schrimps sind zwar frisch, wollten wir nicht. Also gibt's, da passen hier drauf. Also gibt's Pommes mit. Genau, Fish and Chips heißt das. Jawohl, zweimal für mich auch. Wunderbar, sieht gut aus. Was das kostet, wissen wir nicht. Kriegen wir auch noch raus, beziehungsweise die Rechnung kommt dann irgendwann. Ich nehme mal einen Kuss ein paar Euro. Mahlzeit. Ich muss mich gerade noch korrigieren. Hätte er der Küche Unrecht getan. Die Fische sind ausgemacht. Also wirklich Fische hier aus dem Fjord, die hier paniert haben. Nur lediglich die Pommes und die Remouladensoße. Das ist Fertigzeug. Und das schmeckt, ich sag's euch, das schmeckt richtig gut. Oh. Ja, einen schönen guten Morgen, ihr alle. Video geht weiter. Sonne scheint heute. Wir haben den 10. Juli, stehen noch im Polarcamp, das wir gestern mal wieder für Großmarschtag benutzt haben. Und geil hier, he? Der Fjord. Berge. Quasi direkt am Polarkreis stehen wir jetzt. Der läuft hier immer so 2 Kilometer südlich, nördlich, manchmal auch direkt darüber. Je nachdem, wie die Erde um die Sonne torkelt. Was haben wir heute vor? Bei dem Wetter ein bisschen Sightseeing. Also wir werden viel durch die Gegend fahren, euch ein paar schöne Bilder hoffentlich einfangen können. Und eine kleine Wanderung wollen wir machen. Morgen haben wir dann ein besonderes Ziel, das hängt jetzt aber wirklich vom Wetter ab. Wenn das jaucht morgen, was sein kann, dann sehen wir da nichts, dann fällt die Wanderung flach. Aber heute haben wir was vor. Wir fahren, eine Fährfahrt kommt auch wieder, kann ich wieder schimpfen, und machen uns dann langsam mal auf. Und das Panorama hier, das ist schon richtig geil. Das kann mir auch im Winter gut vorstellen hier, weil der Platz hier, Polarcamp, hat ganzjährig geöffnet. Geht mal auf die Facebook-Seite oder Website. Die sind immer sehr aktuell und seit sehr, sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Dann gehen wir mal zu Willi. Die Conny, die sitzt da drin. Die wartet schon ganz ungeduldig, dass losgeht. Ich warte. Genau, Conny wartet. Ja. Gleich geht los. Also, start the engine. So, los geht die heute die rasende Fahrt. Einmal wieder gemütlich durch die Fjorde, Berge und Gegenden fahren. Das war gestern ja eine beknackte Heizerei hinter der Kolonne her, dass wir die Fähre noch kriegen, weil das zum Schluss nichts gebracht hat. Weil wir mussten noch 2 weitere Fähren warten.
Nee, das kostet Sprit, Bremsen und Nerven, die Heizerei. Wir fahren heute gemütlich, wollen uns hier die Gegend in Ruhe angucken und es ist ja auch genug zu gucken. Guckt euch das hier an. Das ist ja das Wahnsinns fette Beute. Schnee da oben, da hinten dran ist der Swat, diesen Blitzer, den sehen wir jetzt leider nicht. Schade, irgendwann haben wir die mal gesehen. Vor 40 Jahren war ich da mal am Ende des Gletschers. Da bist du so ein Kilometer, anderthalb gelaufen, warst du dort, weil das ist das Tagesmarsch. Das ist geklappt. Okay, Dogi, kommt mit, guckt euch an die Landschaft. Die wird oft wechseln. Zwischendurch werden wir vielleicht auch ein bisschen fluchen. Vielleicht können wir zwischendurch mal raus. Es ist dann vielleicht auch mal irgendwann, was sich lohnt, mit der Drohne anzusteuern. Es wird ein abwechslungsreicher Tag werden. Zum Schluss planen wir noch eine Wanderung. Mann, ist das wieder eine Landschaft. Sind wir da eben den Berg hochgefahren. Na, knapp 400 Meter hoch. Kann sein, dass da vorne noch ein besserer Aussichtspunkt kommt, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich lasse mal die Drohne hoch. Dahinter hier ist der Fjord. Einfach irre, einfach irre. Wissen das zu schätzen und fahren hier gerade im Rudel rum. Bin mal gespannt, was wir da oben noch für Blick haben. Da hinten kommt die eigentliche Passhöhe. Dann schauen wir da auch noch mal runter. Ja, richtig gigantisch, das ist echt der Wahnsinn. Das ist irre. Mal wieder im dritten Gang hochtuckern, sonst geht's nicht. Und da vorne zeigt er mir nochmal Toilette an, dann scheint das der Hauptparkplatz zu sein. Das sind wir zu früh angehalten, aber ich denke, tut den bitte ja keinen Abbruch. Die waren klasse. Ah, ja, Conny, wa? Ja, verrückt. Ui, der Stahlberger steht auch wieder hier. Ja. So,
So, und jetzt sind wir, glaube ich, so langsam her oben. Ja. Wenn was zu sehen gibt, melden wir uns noch mal. Es gibt eigentlich dauernd was zu sehen. Man kann gar nicht aufhören zu filmen. Dazu sollte man aber dann irgendwann, wenn wir nächstes Mal sowas machen, live streamen. Mal wieder überraschender Szenenwechsel. Wir sind auf der Fähre. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass wir hier nach einer Stunde Wand schon auf die Fähre kommen. Habt ihr ihn schon Video geschnitten? Kommt da plötzlich ein Dampfer an, der hier Kapazitäten hat, die wir uns gestern gewünscht hätten. Allerdings ein bisschen schwierig hier zu filmen. Die packen das hier alles zu. Bis zum Anschlag. Da oben ist noch ein Hochdeck für die Autos. Da stehen ein paar Gäste rum, aber da kommt jetzt keiner mehr hoch. Wir fahren jetzt einfach, ohne rauszugucken, auf die andere Seite und zeigen euch da drüben, wie wir rausfahren. So machen wir das, wa? Ungefähr einen Kilometer rechts abbiegen auf Leifjordweg. Sind wir ja doch mit weniger Verspätung wie befürchtet hier drüben angekommen. Super, gut. Und die armen Schweine warten hier auch auf die Fähre, aber die hat Kapazität. Die werden da gut mitkommen. Wenn die jetzt noch einen Ticken öfter fahren würde und nicht 3 Stunden Mittagspause machen würden, wäre das hier paradiesische Zustände. Ah, aber wo Paradies? Guckt euch diese Gegend schon wieder an. Da ist doch wieder das Paradies. Eieiei. Einfach herrlich. Sieht da vorne am Berg so aus, als ob da die Taubenscheiße runterläuft. Dabei ist das Schnee oder Wasser, keine Ahnung. Ne, Möwenscheiße, hier sind ja Möwen. Berggebilde zu sein, wo wir in die Nähe hinfahren wollen zum Gucken. Man kann da auch hochlaufen. Wir lassen es beim Können. Nein, wir sagen, wir könnten da auch hochlaufen. Also wieder ein paar Bäume davor, aber das ist hier so eines der höchsten Massive. Hat auch einen speziellen Namen. Bei Neichler links verschoben sieht man neue 7 Bergzipfel. Vielleicht ist das das, wo wir hinwollen. Ja. Und das rechts sind nur die 7 Zwerge. Und das sind die 7 Berge.
irgendeine phänomenale Brücke erwartet uns da vorne gleich. Leute, haltet euch fest. Ich lasse jetzt mal live mitlaufen. Bereit mal meine Seitencam, die eigentlich zu tief ist zum Filmen, vor. Ich könnte ihn noch höher machen, schon stoppen, kommt dagegen, das braucht nichts. Irgendwann ist halt immer. Jetzt kommt eine Linkskurve und dann kommt eine Brücke, die sich gewaschen hat, Leute. Aber ein bisschen langsamer. Kamera an. Wir sind hier gigantisch hoch. Da passen also der weltgrößte Containerschiffe drunter durch. Ist das der Wahnsinn, ne? Nee, gibt's doch gar nicht. Doch! Benedo! Nee, wie heißt das? Conny meint, das gibt's nicht, aber ich sehe es doch. Ich sehe es genau. Ist das das wahnsinnig fette Beute? Ha, ha. Ja, und da sollen wir jetzt 40 fahren, wenn es glatt ist. Oder grundsätzlich, nee, wenn es nass ist. Eieieiei, Leute. Ach Conny, wenn wir dann rechts wegfahren, gucken wir, ob du die Brücke vom Profil nochmal kriegst. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Und da vorne die steile, gewaltige Wand. Oh. Hui! Sind doch die vermuteten ersten 7 Zwerge Berge. Runter von der 17. Und jetzt geht's da in die Nähe. Also, keine Panik, wir laufen da nicht hoch. Da sterben wir bei. Nicht, weil wir abstürzen, sondern vor Japsen. Bin mal gespannt, ob der Platz da vorne was ist. Immer kritisch bei Plätzen, bei denen groß dran steht, dass es ein Platz ist. Und das auch nicht nur bei Park for Night, sondern auch beim Index, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Auch beim Google. Naja, wendet wir halt mal auf den Weg dahin schon mal Ausschau, wo wir eventuell Ausweichplätzchen finden. Da werden wir uns dann bei diesem Wetter heute Nachmittag einen bunten machen, denke ich. Wir sehen uns am Platz. Egal welchen. Da stehen wir. An den Bergen mit den 7 Zwergen. Im Moment nur etwas wohling, weil das ist ein Wanderparkplatz. Es gibt tatsächlich Menschen, die da hochwandern. Es ist aber davon auszugehen, dass die in 2 Stunden verschwunden sind. Dann haben wir hier das Feld mit 2, 3 anderen Campern alleine, denke ich. Schauen wir mal. Also, wir bleiben hier. Alles gut. Teil gefunden. Nachher nochmal Fluggerät hochlassen und dann schauen wir weiter. So, die 7 Dinger kann ich jetzt nicht auseinanderhalten. Das soll da oben das sein. Da gibt es aber da noch einen Berg. Und hinter uns auch noch Berge. Und alles, was recht ist. Das ist ein schönes Action. Nur im Moment zugewandert. Finde ich aber klasse, dass so viele Leute sich auf den Weg über das Geröllfeld da hoch machen.
Ja. Rumgeschwirrt sei da, glaube ich, heute genug. Viel gesehen. War noch relativ weit von die Berge weg, damit ich euch da einen Überblick ein bisschen geben kann. Fand's klasse. Ja. Jetzt haben wir Abendbrot gegessen. Der Wanst ist voll. Ja, gab Rührei mit Speck. Ordinäres Essen. Ich glaube, da waren 10 Eier reingehauen. Moin, klappt die Verdauung. Ihr seht, ganz alleine sind wir nicht. Ein paar Schweden noch da, die grillen. Riecht gerade angebrannt. Grüße an den Avanti-Dirk. So was Ähnliches machen die hier anscheinend. Und es ist im Moment gerade so eine ganz, ganz eigentümliche Stimmung hier. Es zieht ein Regengebiet rein. Hier haben wir noch den Blick über die Wiesen. Erster Mat ist weg. Ich glaube, der schafft das dieses Jahr noch mal zu mähen. Und die Sonne steht so seltsam hier im Himmel drin. Ja, klasse. Mal gespannt, wie viel Regen kommt, wie lange es regnet. Keine Ahnung, für heute war es das. Video lief jetzt über 2 Tage. Ich denke, da haben wir genug zusammengekriegt, euch zu zeigen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Folgt unserem Kanal. Das freut uns sehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst was habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir antworten relativ schnell. Morgen haben wir was vor. Ja, ob es klappt, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Wir werden noch eine Insel weiterfahren. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, gehen wir hier von der Inselwelt und von der 17 runter. Das ist die Inselwelt vor Mo-Irana, da so lang, guckt auf der Karte mal, dann seht ihr das. Und gehen runter Richtung Festland. Schaffen uns mal so 300, 400 Kilometer nach Süden, nicht morgen, die nächsten 2 Tage dann. Und gucken, da gibt es auch noch genug zu sehen von Norwegen. Langsam müssen wir in den Süden rein. Wir haben so viel Zeit nicht mehr, sonst müssen wir ja nochmal her. Also viel Spaß, gute Nacht und bis denne.